In Kürze wird diese Partie also angepfiffen. Und ich finde, Gruppenspiele bei einer Weltmeisterschaft, die haben einfach was. Egal, ob der Fußballzwerg den Giganten herausfordert, die Paarung im Vorhinein ausgeglichen scheint oder ein Klassiker auf dem Programm steht, hier wird Fußball zelebriert. Hier kann es aber manchmal auch ungestraft ein lahmes 0:0 geben. Hör auf jetzt, Manni. Das wollen wir ja wohl nicht hoffen. Das ist so schön, das ist so schön, das neue Stadion in Salvador da Bahia. Das Stadion wurde von einem deutschen Architekturbüro geplant und eigens zur WM gebaut und bietet ungefähr 55.000 Zuschauern Platz. Nach der WM kann es dann von den örtlichen Vereinen EC Bahia und EC Vitoria genutzt werden. So, für die portugiesische Nationalmannschaft ist der Moment der Wahrheit gleich gekommen. In Kürze gibt es das Auftaktmatch bei der WM 2014 hier in Brasilien. Du hast noch Zeit für ein paar warme Worte, Buschi. Das ganze Gesabbel im Vorfeld, wie werden sie agieren, wie sieht die Mannschaftsaufstellung aus, alles vorbei. Jetzt kommt es drauf an, gewinnst du, hast du vielleicht einen Lauf, verlierst du, hast du Druck. João Pereira, Raul Meireles, João Moutinho, Nani. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire, das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Schmelzer. Mesut Özil jetzt. Lahm. Bruno Alves. Und dieser Ball geht in Richtung Ronaldo. João Moutinho. Fabio Contrao. Miguel Veloso. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Da war der Torwart blitzschnell wieder auf dem Posten und konnte dann beim zweiten Mal parieren. Da wäre er fast belohnt worden für seine Entschlossenheit. Den darf man einfach keinen Zentimeter Platz lassen. Der fackelt nicht lang. Und das war ein richtig guter Abschluss. Da fehlen wirklich Millimeter. Fabio Contrao. Peter attackiert und der Angriff wurde gestoppt. Schweinsteiger am Ball. Müller. So sieht das der Trainer gern. Mesut Özil jetzt. Nani. Torwart wird gleich abstoßen. Schweinsteiger. Müller. Schweinsteiger am Ball. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Boateng. Schmelzer. Miro Klose. Für Deutschland. Zwei beinahe ebenbürtige Gegner. Das bessere Ende hat der Torhüter in dieser Situation für sich. Großartige Leistung vom Schlussmann hier. Thomas Müller. Toni Kroos. Miro Klose. Das muss es sein! Klose! Zu früh gestartet. Abseits.
Moutinho. Raul Meireles. Fabio Contrao. Und die Abwehr aufmerksam. Müller. Groß. Marco Reus. Reus. Groß. Schweinsteiger. Schmelzer. Marco Reus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. War das jetzt ein gutes Fußballspiel oder ein schlechtes Fußballspiel? Wahrscheinlich liegt es irgendwo in... Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Fabio Contrao. Philipp Lahm. Müller. Schweinsteiger am Ball. Miguel Veloso. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und Tor! Tor für Portugal! Gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Cristiano Ronaldo. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Schweinsteiger am Ball. Mesut Özil jetzt. Müller. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf. Jetzt schießt er und schön blockiert vom Abwehrspieler. Nani. Attackiert ihn, er will den Ball. Er könnte passen, der geht daneben. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Schweinsteiger am Ball. Mesut Özil jetzt. Müller. Lahm. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Helder Postiga. Und dieser Ball geht in Richtung Ronaldo. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Miro Klose. Raul Meireles. Gutes, schnelles Passspiel. Helder Postiga. Toll, wie er das macht. Und? Logisch, das muss Eckball geben.
Die Karten werden noch mal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslungen. Eder. Ganz wichtiger Eckball jetzt. Vielleicht können Sie daraus was machen. Jetzt zieht er ab. Philipp Lahm. Schweinsteiger. Reus. Tolle Flanke. Eine etwas schlampige Flanke. Sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Eder. João Moutinho. Toller Pass. Souverän abgewehrt. Hauptsatz 1:0 ist das Schlussergebnis.